американские войска продолжают оккупировать немецкую землю и делят Европу по сей день. Wie unabhängig ist Ihre Berichterstattung, wenn Sie sich vom Bürgergeld bezahlen lassen? Sind Sie ein Journalist oder was sind Sie? Sind Sie ein Journalist? Ja? Und sind Sie ein unabhängiger Journalist? Wo ist Ihre Unabhängigkeit, wenn Sie sich vom Bürgergeld bezahlen lassen? 5 Millionen in den letzten 2 Jahren. Warum verbreiten Sie solche Lügen und völlig unbelegte Behauptungen? Warum machen Sie das? Warum verbreiten Sie bewusst Sachen, die falsch sind, die nicht belegt sind? Warum machen Sie das? Machen Sie das deswegen, weil Sie von Bill Gates bezahlt werden? Oder sind Sie einfach so verkommen als Mensch? Warum machen Sie das? Welches Verhältnis haben Sie zum Herrn Medvedchuk? Welches Verhältnis haben Sie zu dem Bundeskanzler? Das wird ziemlich albern, Herr Bissmann. Danke, dass Sie das verstanden haben, dass Sie völlig etwas Albernes hier machen. Danke, dass Sie das eingesehen haben. Guten Appetit. Ich finde, Sie sind auf einem guten Weg. Ich gratuliere Ihnen. Prost. Lastarovia. Lastarovia. Fuck Putin. Fick ihn nicht. Nur seine Eier. Danke schön. Ich nichts verstehen konnte. Vielen Dank, Elena. Aber mit einem Grund wollte ich wieder. Und bitte mit Ihnen wieder. Mit euren Anzeigen, seid doch gegen den Rechtsstaat. Hat unseren Post- und Reiter in den Rechtsstaat. Schaut, das sind die, die nicht uns gut gesonnen sind und die trotzdem in ihrer Gesundheit hier völlig unbeschadet davon kommen und denen hier niemand jemals diese Menschen angreifen würde. Ganz genau. Das ist doch ein gutes Gefühl mit wahren Demokraten. Putin, mit wahren Demokraten. Ist okay, ich will nicht unhöflich werden. Ich bin hier zu Gast. Das ist okay. Das ist doch mal ein Anfang, Ansa. Das ist ein Anfang, man muss doch einfach klein anfangen. Finde ich gut, wenn du höflich zu mir bist, bin ich auch höflich zu dir, Ansa. Ich bin für Höflichkeit bekannt. Gute Szene der Bühne. Hier einen extra Applaus. Ready, kleinen Applaus. Danke für meine hervorragende Arbeit. Wir brauchen die Hände gar nicht so weit wegstecken. Wir verabschieden uns auf der Bühne natürlich, das ist ja so. Und zu Elena mit ihren Mitstreitern. Elena und ihr Mann haben aufgrund ihrer Tätigkeit ihren Job verloren, stehen immer wieder vor Gericht. Das System will sie mundtot machen, aber sie lassen sich nicht mundtot machen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Bleibt bei uns, wer mit euch noch ein paar Worte wechseln will. Ihr seid hier, ihr seid ein Bestandteil von uns. Ihr seid ein Bestandteil des Widerstands. Elena, danke für eure hervorragende Arbeit und bleibt so. Und wir halten gemeinsam Stand.